Hey, hey! Ich grüße euch zu einem neuen Video aus Schweden. Mein Umzug ist nun 3 Wochen her und was man in den ersten 3 Wochen in der ersten Zeit als Auswanderin zu bewältigen hat, das erzähle ich euch in diesem Video. Bleibt gerne dran! Ist der Winter immer noch nicht da. Es ist eher frühlingshaft. Dort unten sieht man unser Haus. Naja, zumindest die beiden kleinen Schuppen. Bonnie und ich haben gerade spontan entschlossen, heute keine Waldrunde zu gehen. Hier wird nämlich fleißig gejagt. Das Erste, was mir als Ausländerin hier in Schweden aufgefallen ist, das ist, dass sich alle Leute duzen. Egal, ob man eine Behörde besucht oder einkauft oder Nachbarn trifft und mit ihnen spricht, es wird sich konsequent geduzt. Lediglich die Mitglieder der königlichen Familie werden hier in Schweden mit Sie angesprochen. Das ist auch so ein bisschen ein Prinzip der Gleichheit, das die Schweden Ende der 60er Jahre eingeführt haben. Und für mich als Ausländerin fühlt man sich gleich doch irgendwie etwas vertrauter, da man geduzt wird und sich mit Vornamen anspricht, auch wenn man telefoniert. Das ist einfach üblich in E-Mails, egal wo. Und man fühlt sich dann doch irgendwie schon etwas vertrauter. Was ich jeden Tag so mache, natürlich habe ich in der ersten Woche ganz viele Bewerbungen geschrieben und die verschickt. Aber ich habe auch mein Kinderbuch, den 3. Band von Bodo, das Balber Mammut, fertiggestellt und den Text verschicken können, sodass die Illustratorin Tanja Graumann nun fleißig Bilder zeichnen kann, passend zum Text, und das Buch dann auch im Juli erscheinen kann. Zudem arbeite ich ja an meinem Roman. Ich komme ganz gut voran. Ich schreibe jeden Tag 6 bis 8 Stunden hier in meinem Schreibzimmer. Hier geht es in mein Schreibzimmer. Dieses Zimmer ist in diesem Haus mein absoluter Lieblingsplatz. Ja, vielleicht von euch mein aktuelles Buch gelesen hat, den Roman Soweit der Himmel dich trägt. In dem geht es ja um den Ersten und Zweiten Weltkrieg, um den Holocaust, um die Nachkriegszeit bis in die heutige Zeit. Es ist eine Familiengeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und genauso ist es auch mit meinem aktuellen Roman. Auch dieser beruht auf wahren Begebenheiten. War eine niederländische Familie, hat mir die Aufzeichnungen des Vaters zur Verfügung gestellt. Ich bin dafür sehr dankbar, weil auch das wieder ein Buch gegen das vergessen wird. Und bin auch dankbar, dass mir ein Heimatforscher unter die Arme greift und mir dabei behilflich ist bei den Recherchen. Insgesamt ist die Geschichte super spannend und es ist nach wie vor kaum fassbar, was damals passiert ist. Zu viel möchte ich jetzt aber noch nicht zu dem Buch verraten. Ich würde mich freuen, wenn ihr es demnächst lest. Nach wie vor suche ich ja einen Teilzeitjob und ich habe viele Bewerbungen geschrieben und die Arbeitsvermittlung aufgesucht. Ich bin auf dem Weg zur Arbeitsvermittlung. Dort beantrage ich die SAM-Ordnungsnummer. Das ist eine Übergangsnummer, bis man die Personennummer hat. Die Personennummer ist in Schweden erforderlich, um Verträge abzuschließen, Interneteinkäufe zu machen, eigentlich für alles, für Versicherungen,
Man muss immer bei jedem Geschäft oder bei jedem Vertragsabschluss die Personennummer angeben. Die SAM-Ordnungsnummer hilft dann in der Zwischenzeit, bis man eine Arbeitsstelle gefunden hat und angemeldet ist und in der Versicherungskasse angemeldet ist und im Volkbuch. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Weckrö. Die nächste Arbeitsvermittlung wäre zwar in Alvesta, das ist etwas näher, aber da muss man vorher einen Termin buchen online und das funktioniert nur mit der Personennummer, die ich ja nicht habe. Also muss ich den etwas weiteren Weg in Kauf nehmen. Ich bin gespannt, ob das dann klappen wird. Die SAM-Ordnungsnummer ist nun beantragt und ich hoffe, dass sie mir nächste Woche mitgeteilt wird. Dann wäre ich schon wieder einen Schritt weiter. Als EU-Bürgerin habe ich ja ein Aufenthaltsrecht von 3 Monaten. Wenn ich die SAM-Ordnungsnummer habe, kann ich mich aber einschreiben als arbeitssuchend und darf dann 6 Monate im Land bleiben. Wenn ich aber eine Arbeitsstelle finde und einen Arbeitsvertrag vorweisen kann, der unbefristet ist, dann kann ich auch die Personennummer beantragen und darf mich dann auch weiterhin im Land aufhalten. Ich bin ja dann angemeldet, bezahle meine Steuern, ganz normal wie jeder Schwede auch. Und darauf hoffe ich natürlich. Ansonsten, wenn ich nach den 6 Monaten keine Arbeitsstelle gefunden habe, dann kann ich trotzdem die Personennummer beantragen. Und zwar dann, wenn ich nachweisen kann, dass ich mich ein Jahr lang von meinen eigenen Barmitteln ernähren kann und dem Staat nicht zur Last falle. Diese Grenze liegt bei 15.000 Euro. Die muss man auf dem Konto nachweisen, dass man die zur Verfügung hat und man sich mit denen halt ein Jahr lang selber versorgen kann. Das ist dann halt die zweite Möglichkeit. Ich bin aber ganz gespannt, denn meine Bewerbungen tragen erste Früchte. Und in der kommenden Woche jetzt habe ich ein erstes Vorstellungsgespräch. Und wie sich das entwickelt und was dabei herauskommt, das erzähle ich euch dann gerne im nächsten Video. Bis dahin sage ich Hej då aus Schweden!